da nicht noch ein Gegner? Oh, zweimal Items. Drei Salben, damit kann ich arbeiten. Zwei Tonikum. Obwohl viele Arbeiter daraus Longdrinks mixen, ist es eigentlich eine Chrysalische mit halt 5, halt LP und Ausdauer. Da ist wieder ein Doppelfeind. Mir gehen halt langsam echt die Ressourcen aus, um mich hier durchzufalten. Und das Emporium ist noch ein gutes Stück weg. Ich glaube, ich spiele es auf Nummer sicher. Wo ist das da? Muss ich den Weg zwar noch mal laufen, aber lieber laufe ich den Weg noch mal, als Gefahr zu laufen, zu sterben. Ich meine, ich weiß nicht, was passiert, wenn man stirbt, aber ich will es auch nicht herausfinden. So. Wie viel habe ich eigentlich noch von meinen Temp-Temp-Cards habe ich noch? Ich müsste eigentlich ja, ich habe 10, das reicht erstmal. Also ich kann hier einfach durchlaufen. Ich sollte es Mazzy gleich mit Tubai tauschen. Kann ich jetzt eigentlich direkt mit Mazzy Karate schlagen? Ja, weil es die zweite Runde ist. Okay, cool. Ich muss für Attacken, die zwei Runden brauchen, nicht zwingend das Temtem in der ersten Runde draußen haben. Das ist nice. So, was habe ich gesagt? Ich wollte Dings mit Dings tauschen, ne? Das Messi mit Dubai. Wer stellt sich mir in den Weg? Noch mehr Birds. Warum hast du direkt Karate-Schlag? Wait, what? Okay, das verstehe ich gerade nicht. Das verstehe ich echt nicht. Normalerweise sollte ich Karate-Schlag erst in der nächsten Runde bekommen. Aber das hat auch gerade keinen Karate-Schlag eingesetzt, richtig? Ich glaube, das war ein Anzeigebug. Ja, ich glaube, das war ein Anzeigebug. Giftige Sporen.
Du kannst wen vergiften. Wie wär's, wenn du das hier dafür wegnimmst? Jetzt müsste ich gerade schlagen können. Außer es ist vollkommen broken. Let's see. Ne, funktioniert. Okay. Okay. Jetzt erstmal sie eine Salbe geben. Come on. Wenn mich wenigstens Temtems angreifen würden, die ich noch nicht hab, ne? Wäre um einiges angenehmer. Aber nein. Ich werde nur von Temtems angegriffen, die ich schon besitze. Chop, chop. So, und jetzt müsste ich wieder... Oh mein Gott. Ach, come on. Ich nehme extra den kürzesten weg. Natürlich, Doppelteam vom Karkus. Mhm. Oh, die sind beide 10, hä? Huh? Ich bin gerade hin und her gerissen, weil ich weiß, Karkus sind schwach gegen Gift. Das Problem ist allerdings, ich weiß, dass sie eine Giftattacke haben und ich bin auch schwach gegen Gift. Ich glaube, ich sollte einfach eins umbürsten. War das untere? Okay. Hoffentlich funktioniert das. Auch nie im Leben. Das funktioniert ja. Weil ja meine Passive geändert hat. Okay, zack. Zack. Ja. Und jetzt fängt der Spaß an. Wenn ich dem keine Salbe gebe, ist es tot. 100%. Ich sogar eine Plus-Salbe. Obwohl, wie viel gibt plus? 70. 70 ist Overkill. Bitte keine Orochi. Okay. Na, das ist okay. Damit kann ich leben. Mein Gott, es ist definitiv da, dass es immer Teamkämpfe sind. Muss halt echt mehr nachdenken als bei Pokémon kämpfen. Sowas die... Oh, du bist eine Blumenpflückerin. Hi. Ich muss Blumen pflücken und sowas. Keine Zeit zum Quatschen. Du pflückst Blumen? Ja, das ist mein Beruf. Kein Witz. Ich suche nicht irgendwelche Blumen, sondern nur die besten Veilchen und Lavendel. Mein Chef ist sehr wählerisch, wenn es darum geht, welche Blumen in unsere Cremes und Parfüms kommen. Okay. Suchst du ein Temtem? Natürlich nicht, sehe ich aus, als könnte ich es nicht mehr leisten, den ganzen Tag Käfer zu fangen. Ich arbeite. Okay, ich gehe dann mal. Das Game ist so self-aware. I love it.
Ja. Ja. Okay, und da ist wieder ein Fighter. Wen habe ich gerade vorne? Ihr seid beide angeschlagen. Uff. Warte mal. Und das hier. Vielleicht hilft das. Bitte werd nicht wütend. Wir haben nichts mit dieser Frau zu tun. Ja, hör auf sie. Wir sind nur Touristen. Wir wissen nicht, wie man sich hier benimmt. Und wir wollten niemanden beleidigen. Was geht hier vor? Jemand verwechselt uns. Es scheint, eine Lady kam hier vor kurzem vorbei und hat die ganzen Anwohner gegen sich aufgebracht. Und jetzt denken die Leute, wir wären Teil ihres Gefolges. Sie greifen uns alle mit ihren Temtem an. Wir haben niemandem etwas getan. Ja, ich auch nicht. Verstehe, das tut mir leid. Puh, endlich jemand, der zuhört. Ich habe nichts gegen einen Kampf, wenn er freundlich zugeht. Ja, dann lass uns halt kämpfen. Es ist so, du kannst so gefühlt zusätzliche Lore kriegen oder einfach direkt kämpfen. Okay, du machst mal einen schweren Schlag auf das hier und du machst mal einen Gleichstromstrahl nach da. Auf meine, obwohl das ist egal, ich mache eh nur Special Attack. Ein Kako und ein Dings. War das nur normal Damage? Oh, das war zweifach. Gut, dass er das nicht. Obwohl, ne, ich habe gerade keine Truhe draußen. Vergiften nervt und ich kann nicht angreifen. Ich müsste quasi warten darauf, dass mein Leben runtertickt. Also könnte ich mich genauso gut heilen. Ja, machen wir so. Ich hasse dieses Vergiften. Es nervt. Ja, du kannst definitiv einfach. Obwohl, das ist nicht effektiv. Geht das? Ja, das geht. Ach, come on. Wirklich? Ein HP? Ich hab da kein Glück mit. Ein wunderbares Duell der Fähigkeiten. Dank dir für deinen Kampf. Yep, das war das Gift. Oh mein Gott, die sind alle schon wieder so angeschlagen. Ach nö, ich hab den nicht gesehen. Noch ein Reisender. Gute Wege, mein Freund. Willkommen an dem besten Fleck der Schenkbrücke. Viel hohes Gras nahe an Temtorium. Falls du deinen Temtem Heilung brauchen und sogar eine Möglichkeit, um zu Was? Achso, okay. Das Einzige, was mir fehlt, war etwas Action. Okay, ich muss... Oh nein, natürlich ist es ein Banshee. Natürlich. Das Vieh, was gefühlt von allem nur halben Schaden bekommt. Vielleicht von Wind? Nee, auch nicht. Uff.
Oh, es ist anfällig gegen Elektro. Aha. Wir brauchten gerade Expert. Nehmen wir was mehr sehen. Natürlich. Natürlich. Glückwunsch, Reisender. Den Sieg hast du dir verdient. Total. Lass mich jetzt zum Temporium. Oh, danke schön. Uiuiui. Okay, was sagst du? Hallöchen. Kommst du, um die windgewandte Festung zu besuchen? Ich bin eigentlich nur auf der Durchreise. In Ordnung, mach's gut. Okay. Yay. Kaufen. Oh mein Gott, die hat nur Plussalben? Okay, die hat auch normale. Wie viel habe ich noch? Keine einzige mehr. Damn. Ich sollte ein paar Beleber mit... Puff, Beleber sind teuer. Holy fuck. Nee. Ich habe noch eine Rauchbombe notfalls, okay. Cool. Weil ich sollte bald da sein, von daher... Muss ich erstmal hier Opi verprügeln. Du kommst nicht vorbei, Gabriel der Graue. Wirklich? Gandalf-Anspielungen? Was? Hihi. Ich wollte schon immer mal mitten auf einer Brücke stehen und das sagen. Okay. Oh mein Gott. Warum haben die alle so coole Temtem, ey? Und ich laufe hier mit, weiß ich nicht, Gubli und hast du nicht gesehen rum. Oh shit. Das ist dann auch eine Combo. Ich muss das Calabis nuken. Ganz dringend. Das muss sterben. Okay, nice. Lebst du noch ein Gift? Hoffentlich. Du bist nicht mehr vergiftet. Nice. Zurück in den Abgrund mit dir. Okay. Well, gut, dass ja das die Heilstation direkt um die Ecke ist. Noch was zu sagen? Flieh, du Narr. Mhm. Ich gehe ja schon. Noch ein Fighter. Ich bin am überlegen. Ah, weißt du was? Machen wir einfach. Wir nehmen einfach gerade mal zum Mercy nach oben. Schau dir das an. Die windgewandte Festung. Wer weiß, wie alt das Ding ist. Ich habe gehört, innen kann das sehr gefährlich werden. Was ist darin los? Wilde Temtem, böse Menschen, der Geist der vergangenen Könige, wer weiß, es ist kein Ort, in dem man ohne Zweck betreten sollte. Okay, dann lass kämpfen. Zweimal der da. Okay, damit kann ich arbeiten. Die sind beide 14. Uff, das wird ein ekliger Fight. Das ist uncool. Vergiften wir das mal und jucken das.
Natürlich Hypnose. Was auch sonst. Oh nein, ich werde von Eiswürfeln getroffen. Mein Gott, könntest du aufhören zu schlafen? Das wäre sehr schön. So. Kettenblitz. Dieses Wunderwerk elektrischer Molekülierung springt dreimal im Uhrzeigersinn und verursacht abnehmenden Schaden. Oh. Okay. Das ist interessant. Ich kann es nicht fassen, dass ich diesen Fehler begangen habe. Welchen Fehler? Was war der Fehler? Klär mich auf. Du bist ein kompetenter Bändiger. Vielleicht kannst du die windgeheuerte Festung bezwingen. Aber was auch immer geschieht, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, wir gehen nochmal zurück und heilen. Ich traue dem Braten nicht. Ich meine, da unten ist Gras. Gehen wir mal in die Festung. Ah, ich meine, warum nicht? Was kann schon schief gehen? Oh, hier gibt es keine Karte drin. Ja, das ist ja schon mal nice. Windgewandte Festung, historische Gebäude von Dinitz, Gefahr, unsichere Böden, kein Eintritt und Erlaubnis des Kurators. Von wem? Oh doch, hier gibt es eine Karte. Okay, ein Item. Was ist hier oben? Gras. Hier ist kein Gras. Was ist das? Okay. Toll, zwei von euch. Hä? Dann können wir aber direkt mal das hier probieren. Das geht im Uhrzeigersinn. Das heißt, Uhrzeigersinn und abnehmender Schaden. Das heißt, ich würde mich selbst treffen, aber ich würde am wenigsten Schaden nehmen, richtig? Let's see. Strom. Ach ja, natürlich hat der Plünderer. Oh, könnte ich ihm aufhören, meinen Genki zu verprügeln, wie bescheuert? Das ist echt nervig. Tobi. Hey, Sascha. Job. Und nehmen wir das hier. So ein Trainer. Schau einer an. Eine Schande, dass diese Festung so zerfallen ist. Kannst du dir vorstellen, wie brisant sie gewesen sein muss? Wie beeindruckend sie gewirkt hat, als sie noch heil war? Es ist eine Schande. So ist es, aber das bringt wenig darüber zu lamentieren. Eines Tages möchte ich diese herrschaftliche Kathedrale restaurieren. Viel Spaß damit, I guess. Ja. Silikonfragmente. Okay. Wo geht's dann weiter? Da unten geht's weiter. Ups. Noch mehr Scales, hm?
Tritt. Ich halte dich mal lieber. Er wirft Sand nach mir. Wie kann er nur? Gott, die sind so tanky. Wie viel XP gibt das? 111. Der ist in einem... Oh, das ist ein Fight. Jupp, das ist ein Fight. Da sind sie wieder. Wo sind meine Temcamp-Karten? Warte, ich bin nicht. Okay. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das... Ich glaube, Doppel... War das? Ha. Das ist halt Kristall und ich weiß nicht... Was gegen Kristall gut ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht Strom. Mili? Oder Wind? Ah, Mili ist gut, okay. Come on, 1 HP. Natürlich Defense ab. Da müsste passen. Okay. Ich kann mich verteidigen. Kannst du? Du hast gerade verloren. Ich bin mir da ja nicht so sicher. Oh, du greifst ja gar nicht. Du bist keiner von denen? Nein, bin ich nicht. So ein Glück. Diese Leute hier reingerannt und ein wütendes Scale und haben alles zerlegt. Wer sind die? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie zuvor gesehen. Sie sind nicht aus denen. So viel sicher. Wo kann ich sie finden? Kannst du sie nicht finden wohl eher? Die sind überall. Ich glaube, ihre Anführung ist oben. Sie sucht irgendwas? Was sucht sie? Ich bin mir nicht sicher, aber einer von ihnen sprach sie mit Herren an und versprach, dass sie jeden Stein einzeln umdrehen würden. Also durchsuchen sie wohl die Ruinen nach etwas. Bitte, wenn du auf dich hörst, sei vorsichtig. Sie halten sich nicht an Regeln und ihre Temtem sind rasend. Wenn sie gewinnen, stürzen sie sich auf dich wie wilde Bestien. Aha. Gibt's hier auch irgendwas anderes als Scales drin? Irgendwie gibt es ja nur Scales. Klar, alle auf Genki. Was auch sonst. YOLO. Das ist abs... Oh nein, ich bin tot. Das war so nicht geplant. Fuck. Oh, das war so nicht geplant. Welp, Happens, I guess.
the fuck war das? Das war definitiv ein First.